So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tiervideo. Die werden hier dauernd nachgefragt. Ich mache sie nicht so oft, wie sie nachgefragt werden, was einfach daran liegt, dass es jetzt nicht die große Herausforderung darstellt. Ein Tiervideo zu machen läuft meistens so, dass ich mir halt sämtliche Informationen zum Tier irgendwie im Internet zusammenwühle. Das kann jeder andere auch. Und dann eben entsprechend zusammenstelle und dann runter erzähle, was es zu dem entsprechenden Tier zu sagen gibt. Deswegen, gerade weil man das grundsätzlich auch überall selber machen kann und sich selber ein entsprechendes Buch mal durchlesen kann, wundert es mich immer, dass die Tiervideos vergleichsweise nachgefragt sind. Vielleicht sind ja diverse Leute des Lesens heutzutage nicht mehr so ganz mächtig oder es ist zu viel Arbeit oder man will nicht in die Bibliothek laufen, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es für mich immer so ein bisschen eine Fleißarbeit in Anführungszeichen, weil ich da von meinem erstudierten Wissen wenig einbringen kann. Ich sage jetzt nicht nichts, aber doch eher wenig und größtenteils wirklich nur wiedergebe, was die Literatur dazu hergibt. Im Fall vom vorliegenden Dachs beziehen wir uns auf einen Artikel über den Dachs von Manfred Pegel in die Säugetiere Baden-Württembergs Band 2. Das ist so meine Primärquelle. Ich habe mir natürlich auch noch mal ein paar andere Quellen angeguckt, dazu auch noch ein paar Notizen rausgeschrieben, aber nur, dass die Primärquelle auch klar ist, ne? So, und ja. Fotos habe ich selber noch nie welche vom Dachs gemacht. Ich habe erst ein einziges Mal einen freier Wildbahn gesehen. Ich habe, was Dachse angeht, enormes Pech. Das ist leider so. Da gibt es Leute, die haben da viel mehr Glück gehabt bisher. Aber deswegen habe ich logischerweise auch keine eigenen Fotos. Und das heißt, ich muss auf Fotos anderer Leute zurückgreifen. Das kann ich natürlich nur dann, wenn die entsprechende Lizenzen haben, dass ich das auch darf. Und das ist in meinem Fall die Creative Commons Lizenz. Das heißt, alle gescheiten DAX-Bilder, die ich unter CC, Creative Commons, finde, werde ich hier nochmal irgendwie zur Verdeutlichung nach und nach mal wieder einblenden. Es ist aber trotzdem nicht zwingend notwendig, hier dauernd jetzt zuzugucken. Ihr könnt das auch im Hintergrund laufen lassen. Und ja, wer die Podcast-Version hat, der hat sowieso die Podcast-Version. So, das heißt, wir legen jetzt los und beschäftigen uns erstmal mit dem äußeren Erscheinungsbild von unserem Dachs. Ein Dachs ist ein Marder. Er sieht auch entsprechend ein bisschen so aus wie ein Marder, aber anders als die anderen heimischen Marder. Denn normalerweise ist so ein Marder ein schlankes, superschnelles, flinkes, wieseliges Tier. Ein Wiesel ist ja auch ein Marder. Recht langer Schwanz und vergleichsweise eher mittelmäßig lange Beine, also lange Beine kann man nicht sagen, aber kurz sind sie auch nicht besonders und ja, zeichnet sich durch hohe Flinkheit und Geschicklichkeit in der Fortbewegung aus. So, verglichen dazu ist der Dachs eher so ein kleines, plumpes Bärentier, gefühlt, ne? Die erinnert mich persönlich, auch wenn er mit ihnen nicht besonders verwandt ist, schon so ein bisschen an die Bären, so wie er unterwegs ist. Er macht auch relativ viel Lärm und er wirkt doch eher etwas schwerfällig, wenn er so durch die Gegend trottet. Wie alle Marder ist er ein Sohlengänger, das bedeutet, er läuft auch auf der kompletten Fußsohle umher, hinterlässt demzufolge auch ein besonderes eindrücklichen Pfotenabdruck, weil man eben sämtliche 4,5 bis 5 Krallenabdrücke dann eben auch entsprechend schön sehen kann und die Zehen jeweils entsprechend sehen kann, weil er halt auf dem ganzen Fuß auch unterwegs ist. Besonders bei der Vorderkralle sagt man, der Dachs nagelt. Er hinterlässt nämlich eben sämtliche Krallenabdrücke deutlich auf dem Boden, weil er eben gerade an der Vorderpfote sehr, sehr ausgeprägte Grabkrallen hat. Er ist ja auch durchaus ein grabendes Tier. Der Name Dachs, wo der aus dem Deutschen herkommt, weiß man nicht so genau. Jedenfalls heißt er im Englischen ja auch Badger und das kommt wohl aus dem Französischen. Badger, oder wie immer man den da aussprechen mag, was Gräber bedeutet. Ja, also man sagt ihm in verschiedenen Sprachen, in der er entsprechend benannt ist, ist er nach seiner primären Tätigkeit benannt oder man hielt es für ausschlaggebend für dieses Tier, dass es eben buddelt.
bei der Namensgebung. Ja? Also eher ein plumper Marder, mehr oder weniger plump, der ist auch 30 km/h schnell, wenn er das mal möchte, legt sich auch durchaus gerne mal streckenweise, legt er die auch schnell zurück. Die Distanzen zwischen zum Beispiel Deckung und Deckung ist er schon recht flott unterwegs. Und man tut ihm Unrecht, wenn er jetzt sagt, dass das jetzt ein besonders plumpes und schwerfälliges Tier ist. Er wirkt aber vom Körperbau viel gedrungener, als das bei den anderen Mardern der Fall ist, die wirklich so ein langes, schmales Tier sind. Da ist der Dachs ein eher flaches, breites Tier. Und ja, ne? Dann hat er halt noch seine Besonderheit, die Gesichtsmaske, die sehr auffällig ist, mit dem weißen Streifen in der Mitte, den zwei schwarzen Streifen, die von den Augen, von der Nasenspitze über die Augen nach bis zum Hinterkopf immer breiter werden. Ich muss jetzt niemandem erzählen, wie ein Dachs aussieht. Ne? Aus dem Bilder gibt es ja also auch an dieser Stelle eingeblendeterweise. Und drunter unter den schwarzen Augenstreifen jeweils wieder die weiße Backe. Diese Gesichtszeichnung, um das gleich mal vorwegzunehmen, die ist dafür da, vermutet man, dass sich Dachse im Dunkeln besser erkennen können und dann durch Kopf hin und her bewegen und nicken und Schnauzen drehen und wie auch immer die jetzt genau mit Kopfbewegung kommunizieren, aber genau dafür ist das wahrscheinlich da, dass es eben der innerartlichen Kommunikation dient, denn man erkennt das Gesicht seines Gegenübers in der Dunkelheit eben erheblich besser, wenn es möglichst kontrastreich ist und mehr Kontrast als schwarz und weiß in der jeweiligen Reihenform geht nun mal nicht. So, der Rücken vom Dachs geht dann irgendwann so ins gräulich mit weißen Haaren, mit dunklen Haaren gemischt über, also so graumeliert, wenn man es so nennen möchte. Er hat auch einen kurzen Schwanz, der ist jetzt nicht vorhanden, verglichen mit anderen Marderartigen, die den allerdings als Steuerruder im Flug verwenden, also Flug im Sinne von Weitersprung, ist er doch eher rudimentär. Ne? Jo, kurze Beinchen vergleichsweise, starke Krallen, ordentlich große Pfoten. Er hat ein typisches Raubtiergebiss, muss man dazu sagen. Allerdings mit Allesfresser-Ausprägung soll bedeuten, neben den üblichen Fangzähnen und den Zähnen, die man braucht, wenn man irgendwelche Knochen knacken möchte und so Späße, hat er auch im weiteren hinteren Bereich des Kiefers normale Mahlzähne zum Zerkauen von zum Beispiel pflanzlicher Nahrung, wie wir sie dann eben entsprechend auch haben. Also ein ganz, ganz typisches Allesfresser-Gebiss. Bisschen vergleichbar auch mit dem vom Wildschwein. Denn die Ernährungsweise von Wildschwein und Dachs ist durchaus nicht unähnlich. Beide suchen am Boden bzw. wühlen auch im Boden nach Nahrung. Und das macht sich beim Dachs auch dadurch bemerkbar, dass er dieses sehr spitz nach vorne zulaufende Gesicht hat, mit der weit nach vorne rausragenden, auch langen Nase, mit der er eben im Untergrund rumschnüffeln und rumwühlen und rumsuchen kann und da schauen, was er so zu futtern findet. Primär übrigens Regenwürmer, aber dazu kommen wir dann noch. Dachse werden so um die 12 Kilo schwer, so ganz grob, würde ich mal in den Raum schmeißen. Die Datenlage zum Zeitpunkt, als mein Büchlein hier geschrieben wurde, war noch gar nicht mal so gut, wie schwer so ein Dachs wird. Und das Problem ist, dadurch, dass die Also Problem im Sinne von für die Datengrundlage, dadurch, dass die Jagd auf Dachs auch deutlich abgenommen hat, ist es auch nicht unbedingt einfacher geworden, an mehr Daten zu den Körpermaßen vom Dachs so ungefähr ranzukommen. Aber der kann schon mal ein ordentliches Viech sein und in seiner Kopfrumpflänge die 70, 80 cm durchaus gut mal erreichen, wenn man ihn entsprechend, ne, in langgestreckter Form antrifft. Ja, und mit seinen 12 Kilo und in Einzelexemplaren, die mal so richtige Brocken sind, kann er auch schon fast 20 Kilo oder 18 Kilo mindestens eben einzeln mal erreichen. Inwiefern das jetzt super seltene Megadachse sind oder die immer mal wieder zwischendurch vorkommen, wissen wir halt eben nicht, wegen der doch noch eher etwas dünnen Datenlage zu den Proportionen. Jedenfalls habe ich nichts konkret, keine modernere Publikationen, die sich insbesondere mit der Größe von einem Dachs auseinandersetzt, gefunden. Geschlechtsdimorphismus im Sinne von Männlein größer, Weiblein kleiner gibt es, macht aber nur 5% aus. Ist also vergleichsweise eher wenig ausgeprägt. Insbesondere bei anderen Raubtieren fällt dieser Größenunterschied dann doch deutlich größer aus. Marder sind Raubtiere.
Marder gehören auch zu den Hundeartigen im weiteren Sinn. Da hat sich in den letzten Jahren mal ein bisschen was geändert an der Klassifikation. Früher waren die Marder bei den Hunden nicht eingeordnet, sondern wirklich eine ganz eigene selbstständige Gruppe. Und jetzt sind die Marder auch bei den Hundeartigen, bei der Oberobergattung derjenigen, die so ein bisschen hundeartige Gestalt haben, sozusagen in dem Stammbaum, geht es dann weiter mit den schon eher hundeartigen Fuchs, Wolf etc. Der Wolf ist ja sowieso das Paradebeispiel für den Hund, sozusagen. Hund im zoologischen Sinne, das hundeartigste Tier überhaupt, namengebend für die Kaniden, ist der Canis lupus, ne, der Wolf. Und allerdings bei den eben Kaniden inzwischen eingeordnet sind auch die, wie heißen sie denn? Ich schreibe es euch unten hin. Scheiße, fällt mir jetzt nicht ein, der lateinische Begriff für die Marderartigen. Aber ja, ne? Der Dachs. Der einheimische größte Marder weltweit, muss man sagen, gibt es mindestens noch zwei prominente Marder, die noch einen Ticken größer sind. Erstens der Honey Badger. Den kennt man vielleicht auch von YouTube. Der hatte mal ein Video, das ziemlich viral gegangen ist, wo irgendeine seltsame Stimme das Treiben des Honey Badgers kommentiert und meint, Honey Badger don't care und frisst alles auf. Irgendwie sowas in der Richtung. Vielleicht hat das zufällig mal jemand gesehen. Der ist ansonsten auch mit anderen Tierdokumentationen durchaus gut vertreten und wird relativ häufig verfilmt, dokumentarisch, was der Honey Badger so treibt. Ein sehr intelligentes Tier, sicher ganz weit vorne dabei bei den intelligenteren Tieren. Unser heimischer Dachs, der ist auch nicht blöd. Er sticht jetzt aber aus der Masse auch nicht durch unglaublich intelligentes Verhalten hervor. Kann man leider auch nicht sagen. Jo, und dann gibt es noch, vielleicht den Skandinavien-Fans unter uns bekannt, den Fjällfräs, den Fjällfräs, oder wie der auch genau auf Skandinavisch heißt. Jedenfalls heißt er dann nicht Fjällfräs im Sinne von viel fressen, sondern eher Fjällfräs im Sinne von auf dem Fjäll was fressen. Weil er da halt eben jagenderweise, sammelnderweise entsprechend unterwegs ist, der mampft auch viele Beeren. So ein Fjällfräs, das ist schon durchaus ein ordentliches Vieh. Der kann auch einem Menschen potenziell, wenn er wollte, durchaus gefährlich werden, weil er groß genug ist. So ein Dachs, der ist durchaus wehrhaft, sage ich jetzt mal. So ein Honigdachs übrigens, der ist auch wieder groß genug, dass er potenziell einem Menschen schon ernsthaften Schaden zufügen könnte. Unter Riskieren des eigenen Lebens, also wenn man sich auf einen Faustkampf mit einem Fjällfräs oder einem Honigdachs einlassen würde, hätte man schon noch Chancen, das zu gewinnen, aber wahrscheinlich eben nicht unverletzt. Und aus der gleichen Perspektive sieht das wahrscheinlich auch der entsprechende Dachs, dass er keine Lust drauf hat, weil er sich nicht sicher ist, ob er das nun jetzt gewinnt oder nicht. Und wenn er gewinnt, dann wahrscheinlich nicht unverletzt, ne? So ungefähr sieht das aus. Mit Kindern oder eher kleinen Erwachsenen schmächtiger Art würde so ein Honigdachs oder so ein Fjällfräs aber vielleicht schon fertig werden. Ja, könnte man sich schon vorstellen. Unser heimischer Dachs, kommt drauf an, wenn man dem versucht, in seinem Bau hinterher zu kriechen, dann hat man hinterher ein sehr, sehr anders aussehendes Gesicht. Wenn man hingegen ihn auf dem Feld oder sowas fangen möchte, dann kann man das schon tun, sobald man ihn in die Hände bekommen hat. Also theoretisch kann man das natürlich tun, ja. Nee, praktisch wirst du ihn nicht finden und wirst ihn auch nicht kriegen, er ist immer noch schneller als wir. Aber theoretisch, wenn man ihn mal fangen würde, dann müsste man halt damit leben, dass man dann ziemlich zerkrallt wird. Die Grabkrallen sind zwar nicht besonders scharf, wie man das von Katzenkrallen zum Beispiel kennt, aber doch so massiv, dass er damit schon ordentlich kratzen kann und beißen kann er auch. Ja? Und ist ganz generell schon ein ziemlich kräftiges Kerlchen. Auch dieser gedrungene Körperbau sorgt dafür, dass er also schon mordsmäßig Muskulatur kompakt beieinander hat und auf den kurzen Wegen, kurzer Hebel mit seinen kurzen Gliedmaßen, schon enorme Kräfte ausüben kann. Außerdem hat er eine extrem hohe Beißkraft für seine Größe, denn wenn wir uns mal den Schädel vom Dachs angucken, ich hoffe, ich finde dazu ein Bild und kann es einblenden, wenn nicht, müsst ihr es mir so glauben, der hat oben auf dem Kopf so eine Art Kamm, wie so ein Hahnenkamm so ein bisschen, als Knochen.
Und das sieht man natürlich nicht beim lebendigen Tier, da ist von diesem Kamm nichts zu sehen, der hat schön flach oben auf dem Kopf. Aber solche Kämme dienen grundsätzlich immer dem Ansatz von starker Nackenmuskulatur. Starke Nackenmuskulatur meint auch immer starke Kaumuskulatur. Und gerade wenn so ein Ansatz für solche Muskelstränge besonders ausgeprägt ist an der Schädelmorphologie, dann kann man sich sicher sein, dass das entsprechende Tier wirklich ordentlich zubeißen kann und gegebenenfalls auch die Kraft im Nacken hat, um die Beute theoretisch auch ordentlich transportieren und rumwerfen und reißen zu können. Also für seine Größe durchaus ein Tier, mit dem man rechnen muss. Ja? So, lustig ist dann auch noch, dass der Übergang von Kopf und Hals nahezu nicht feststellbar ist, was auch wieder eben ein Zeichen dafür ist, dass der eine sehr, sehr, sehr starke Genickmuskulatur haben muss, wenn da überhaupt keine Verdünnung in Form eines Halses, wie wir den haben, feststellbar ist, dann ist das reine Muskulatur, was da quasi zwischen Kopf und Rumpf sich befindet. So. Ich gucke nochmal schnell nach, ob ich noch was Wesentliches zum Erscheinungsbild vergessen habe und sonst machen wir weiter. Wo wohnt denn jetzt so ein Dachs? So, also grundsätzlich Eurasien, muss man sagen. Es gibt ihn auch in Amerika, da ist er einfach noch übrig, bevor es erst noch alles ein Kontinent gewesen ist. Daraus können wir schon mal gleich schließen, den gibt es schon eine ganze Weile. Und er ist auch sehr erfolgreich. Er ist nirgendwo in seinem Bestand so sehr bedroht, dass man sich massiv Sorgen um ihn machen müsste. Ist also wieder eine eigentlich omnipräsente Tierart. Unterschiedlich stark omnipräsent, aber ich finde es einfach schön, dass ein so faszinierendes und spannendes Tier wie der Dachs, und das ist er, auch wieder mal eins der Tiere ist, um die man sich jetzt vorläufig erstmal keine großen Sorgen machen muss. Der Dachs ist auch wieder sehr anpassungsfähig, das trifft ja auf fast alle Raubtiere zu. Raubtiere bis Allesfresser, so um den Dreh. Nicht jeder Allesfresser ist ein Raubtier, aber viele Raubtiere sind Allesfresser, so ungefähr. Ne? Das Wildschwein ist ja auch streng genommen ein Allesfresser, ist aber nur ein Huftier, nur eigentlich. Ja, es ist gar nicht so einfach, diese Klassifikation. Ne? Vom Ernährungstyp her wäre ein Wildschwein eher den Raubtieren zuzuordnen, weil es halt auch Fleisch frisst, insbesondere wenn es kriegen kann, durchaus große Mengen. Aber von der vom Körperbau her ist es halt ganz klar ein Paarhufer. Ne? Und das Schwein ist sowieso wirklich so ein Sonderfall in der Biologie, finde ich. Das irgendwie nicht so richtig überall irgendwo reinpassen möchte. Und fast schon eine eigene Kategorie verdient hätte. Genau, Verbreitungsgebiet, also Eurasien, insbesondere so die kühlgemäßigte, ein bisschen wärmer gehende oder ein bisschen kälter gehende Zone. Also sprich, deutsche Klimazone plus ein Stückchen nach Süden, plus ein Stückchen nach Norden. Verbreitungsgebiet vom europäischen Dachs. Man muss heutzutage ein bisschen unterscheiden. Ursprünglich war es mal eine Art, der ganze eurasische Dachs, der sowohl in Europa als auch in Asien vorkommt, bis rüber nach Japan. Da haben sie nochmal so ein bisschen einen eigenen. Aber inzwischen unterscheidet man da, ich glaube, vier Unterarten. Das müssen wir uns auch, beziehungsweise die jetzt inzwischen Artstatus bekommen haben. Früher waren es eben Unterarten und zusammen waren sie quasi eine und dieselbe Tierart, aber jetzt hat man Artstatus erteilt und damit muss man sagen, kommt der europäische Dachs nur in Europa vor, siehe die Karte, die wir hier sehen, und ansonsten sehr nahe Verwandte, aber zumindest nach Klassifikation andere Dachse im Rest von Asien. Ne? Das ist dann so die wesentliche Verbreitung der Dachse weltweit. Der Vielfraß ist so ein bisschen der eine Dachs, der überall auf der Nordhalbkugel vorkommt, und zwar überall in den Polargebieten, also auch auf dem amerikanischen Kontinent, eben entsprechend, der ist übers Eis in der Lage gewesen, sich überall auszubreiten. Das nur so am Rande angemerkt und damit weiter im Text. In Deutschland haben wir auch keine Region, wo der Dachs jetzt unglaublich selten wäre. Der Vorkommen vom Dachs führt auch nicht dazu, dass man jetzt sagen muss, hier ist jetzt Naturschutzgebiet oder sonst wie. Wo kommt er denn besonders gerne vor? Welche Landschaften mag er gern? Ich fange mal mit dem Negativbeispiel an, Stadt. Es gibt zwar Stadtdachse, man hat aber bisher die Vermutung, dass es sich bei den Stadtdachsen um Reliktdachse handelt, die schon da waren, beziehungsweise deren Familie schon da war, nicht das einzelne Exemplar, wobei die so durchaus um die 15 Jahre alt werden können.
aber wohl eher doch um eben lange, lange, lange bewohnte Dachsburgen, Baue, die einfach über Generationen von Dachsen bewohnt wurden. Und dann hat sich irgendwann die Stadt um diesen Dachsbau herum entwickelt. Trotzdem war noch genug Grünland im direkten Umfeld vom Dachsbau vorhanden. Und die Stadt ist nach und nach immer mehr zugewachsen und hat irgendwann den Dachsbau umschlossen. Jetzt gibt es den halt immer noch. Und die Dachse kommen halt so halbwegs irgendwie immer noch klar, weil sie es müssen, weil die Alternative eben im Sterben besteht. Und auf diese Weise gibt es so ein paar Stadtdachse, die da irgendwie mit zurechtkommen müssen. Das ist ganz anders als beim Fuchs zum Beispiel oder sogar, muss man fast sagen, inzwischen beim Wildschwein in siedlungsnahen Bereichen oder zum Beispiel Ratten, die in der Stadt problemlos leben und auch manche Vögel, die sich in Stadtleben problemlos integriert haben. Gut, Ratten sind ja sowieso Kulturfolger, auch die Wanderratte. Die Hausratte natürlich noch viel mehr, aber gut. Jedenfalls, der Dachs fühlt sich da nicht wohl. So ein Fuchs, da kann man wirklich sagen, der lebt langfristig in der Stadt. Der hat die Stadt als neuen zusätzlichen Lebensraum für sich entdeckt. Und der kann sich da problemlos auch vermehren und alles ist gut. Der Dachs, der kann da bestenfalls überdauern und schafft es gerade mal eben so, dass er dann halt nicht völlig ausstirbt in der Stadt. Ha? Wenn er schon da ist. Er würde aber nicht freiwillig reingehen und hat da auch offensichtlich kein Interesse dran. So, mittelgute Dachsstandorte sind recht dichte Wälder, sofern es sich um Mischwälder handelt. Geschlossene Nadelwälder, da hat er größere Schwierigkeiten mit. Wenn sie gemischter sind, dann geht es so einigermaßen. Aber grundsätzlich sind so geschlossene Waldgebiete etwas, wo zwar Dachse durchaus vorkommen können, dann aber in sehr geringer Populationsdichte. Soll heißen, sehr wenig Dachs pro Fläche. Die finden da nicht so viel zu essen. Dauernd nur geschlossenes Kronendach ist für ihre Hauptnahrung nicht so ganz optimal, die es da zwar trotzdem gibt, aber nicht ganz so häufig auftaucht und generell fehlt dem Dachs da die Vielseitigkeit der Landschaft, wo er auf viele verschiedene Nahrungsmittel zurückgreifen kann, was er braucht, weil er ja ein Allesfresser ist und damit von allem auch am beliebsten was hat. Je offener die Wälder dann werden, je mehr da mal eine Lichtung zwischendrin ist, desto besser für den Dachs und im Idealfall muss man sagen, so gesehen ist auch der Dachs ein gewisser Kulturfolger, mag er gerne eine Mixlandschaft aus Wiesen, Wäldern, Feldern, Bachläufen und das alles möglichst strukturreich und dann vielleicht noch einen Friedhof nebendrin. Die graben auch durchaus gerne mal in so einem frischen Grab rum oder auch in einem nicht frischen Grab, wenn sie es können, wenn sie dahin gelangen, nicht weil sie da irgendwelche Sachen aus dem die wir da verbuddelt haben, ausgraben wollen, sondern weil das oft auch eben hervorragend gedüngte Erde ist, wo dann eine sehr hohe Regenwurmpopulation eben entsprechend vorkommt. Da können sie sich also wunderbar dann auch mal da ein bisschen was rausbuddeln oder wer da sonst noch so im Boden lebt, den auch entsprechend rausbuddeln. Wie viele Dachse gibt's denn jetzt wo und wie leben die eigentlich jetzt zusammen, wäre die nächste Frage. Es ist ganz interessant, je besser das Territorium wird, desto eher wohnt der Dachs in Familienverbänden, also Rudeln, wenn man so will. Man sollte es allerdings eher Familiengruppen nennen. Rudel würde ja auch bedeuten, dass sie dann gemeinsam interagieren bei der Nahrungssuche. Das tun sie nicht, da geht jeder selber seiner Wege und sucht sich selber was, aber sie hocken dann am Ende des Tages beziehungsweise am Anfang des Tages, weil sie nachtaktiv sind, gemeinsam im Bau und machen dachsige Dinge. Was man halt als Dachs den Tag über so macht, wenn man gerade nicht schläft. So, die Neigung zur Sozialstrukturrotte beziehungsweise zur Gruppenlebensweise, es gibt nämlich beides, einzelgängerische Dachse und gruppenlebende Dachse, nimmt umso mehr zu, je besser die Bedingungen für den Dachs werden. Also man sollte also meinen, je mehr Dachs die Landschaft ernähren kann, dadurch, dass sie besonders vielfältig ist, besonders viele Regenwürmer aufweist und viele verschiedene Ökosysteme aufweist, wo er sich jeweils das rausholt, was ihm am besten schmeckt, beziehungsweise was am einfachsten zu bekommen ist, um es mal eher so zu formulieren. Er ist nämlich relativer Nahrungsopportunist und nimmt immer das, was er mit dem geringstmöglichen Aufwand kriegen kann. Wenn alles toll ist, gibt es Gruppen,
von Dachsen, die 3 Generationen und zum Teil sogar noch andere Dachsfamilien umfassen können. Das heißt, wir haben so 2, 3, 4 verschiedene Familien, jeweils mit einem Elternpaar und bis zu 3 Generationen an Jungtieren, jeweils im selben Bau. Natürlich ist so ein Bau dann auch entsprechend groß, aber dazu kommen wir dann auch noch separat und wird übrigens auch über viele, viele Jahre und sogar Jahrhunderte von Dachsen bewohnt. Kann alles durchaus vorkommen, was die dann alles da untergraben und untertunnelt haben. Man möchte eigentlich fast schon mal mit dem lustigen Kameraroboter da mal reinfahren. Das Problem ist, den zerlegen die. Oder buddeln ihn ein. Oder, kommt noch. So, wenn wir hingegen eher schlechte Lebensbedingungen für den Dachs haben, also sagen wir jetzt mal eben geschlossener Hochwald, wenig Lichtung, hier und da mal ein kleines bisschen was, aber kaum was da, dann neigt er eher zu einzelgängerischer Lebensweise. Das bedeutet, Männlein und Weiblein treffen sich auch nur zum Zwecke der Paarung. Jungenaufzucht erfolgt dann nur durchs Weibchen, weil sie sich nach der Paarung eben entsprechend wieder trennen. Und die Jungen bleiben maximal bis zur Geschlechtsreife eben entsprechend bei der Mutter und ziehen dann selber eben entweder ab. Ja? Also das gibt es auch. Man dachte bis in spätestens die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts natürlich, dass Dachse eher ein einzelgängerisches Leben führen und eher so ein bisschen mürrisch sind. Auch in der Fabel haben die Tiere ja immer ihre jeweiligen Eigenschaften und der Dachs, der ist eher so der mürrische Einzelgänger. So in der Richtung. Und man weiß inzwischen, dass es natürlich völliger Blödsinn. Es gibt zwar auch Dachse, die so leben, aber eben auch die Großfamilienstruktur. Man kann sogar, das habe ich beim Fuchs übrigens auch schon mal erzählt, Wohngemeinschaften von Dachsen gefunden, die im gleichen Bau noch einen Fuchs als Untermieter drin haben oder mehrere sogar. Ganze Fuchsfamilien logischerweise. Oder noch sogar Kaninchen im selben Bau. Das ist besonders bemerkenswert, weil Dachse durchaus junge Kaninchen futtern, wenn sie da dran kommen. Aber solange es sich um den eigenen Bau handelt, herrscht so ein gewisser Burgfrieden. Daheim, wer mit mir unter dem gleichen Loch wohnt, der wird nicht gegessen. So nach dem Motto. Ja? Ist ganz bemerkenswert. Diese Sache mit dem, er kann einzeln vorkommen oder als ganze Familiengruppenzusammenschluss, ist dahingehend bemerkenswert, weil kein anderer Marderartiger weltweit, kein einziger anderer, ist derartig flexibel eben in seiner Sozialstruktur. Von Einzelgänger bis Großgruppe, das gibt's sonst nicht. Hä? Gerade bei den Mardern normalerweise ist es so, dass sie eine bestimmte Lebensweise haben, so leben sie und gut ist. Interessant, dass derjenige, der im gleichen Bau wohnt, nämlich der Fuchs, ein ähnliches Verhalten an den Tag legt und den gibt es ja auch in entweder einzelgängerisch oder eben als Rudel. Also vielleicht haben die da voneinander gelernt. Ist nur so ein Spleen von mir, jetzt so eine blöde Idee. Aber irgendwie finde ich es gerade so ein bisschen verdächtig. Ne? Warum gibt es denn dieses breite Spektrum von möglichen Lebensweisen hinsichtlich der Sozialstruktur bei den Dachsen? Der Einflussfaktor, bei dem man sich ziemlich sicher ist, dass er eine Rolle spielt, ist eben die Nahrungsverteilung bzw. Nahrungsdichte. Wenn ganz, ganz, ganz viel Nahrung an einem und demselben Punkt vorkommt, dann können an diesem Punkt eben auch viele Dachse leben, ohne sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Und das äußert sich dann darin, dass wir feststellen, dass wir bei Dachsen einmal sehr klares Territorialverhalten finden, dass sie also ihr Revier markieren und auch durchaus aggressiv verteidigen, wenn andere Dachse da rein wollen. Das gibt es. Was es aber auch gibt, ist, obwohl sie ihr Territorium trotzdem so einigermaßen markieren und gewisse Grenzen abstecken, ganze Dachsfamilien es dulden, wenn Paare, andere adulte Dachspaare, die auch dann irgendwann wahrscheinlich Jungen zu versorgen haben werden, zeitweilig oder sogar langfristig im gleichen Territorium einziehen, weil es da halt gerade so viel Nahrung gibt. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass die Dachse einfach sehr, sehr gut abschätzen können, wie viel zu essen ist da, wie viel Konkurrenz muss ich erwarten, wenn jetzt hier noch jemand dazukommt, ist es also den Streit wert oder reicht's für alle? Das zeichnet sich übrigens auch darin ab, dass sie scheinbar sehr gut wissen, wie viel Ressourcen, wie viel Dachse zulassen.
wenn wir uns das Paarungsverhalten bzw. die Entwicklung der Föten in den Dachsinnen, Fähen heißen die dann übrigens, weil sie ja doch im weiteren Sinne Hundeartige sind, deswegen ein männlicher Dachs ist ein Rüde, ein weiblicher Dachs ist eine Fähe, das ist wie bei den Wölfen und Füchsen zum Beispiel. Jedenfalls, bei den Fähen ist es so, dass die, wenn sie trächtig sind, ganz individuell wahrscheinlich, das weiß man noch nicht so hundertprozentig, die DAX-Forschung ist noch nicht so weit, wie ich das gerne hätte, wahrscheinlich bei unzureichendem Nahrungsangebot frühzeitig feststellen, oh, das wird nichts, irgendwie auch darauf reagieren können, wie viele andere Dachsinnen im gleichen Gruppenverband gerade trächtig sind und dann gegebenenfalls ihren eigenen Nachwuchs resorbieren können. Soll heißen, der wird gar nicht weiter ausgetragen, sondern die Schwangerschaft wird intern beendet und das, was bisher sich entwickelt hat an jungen Dachsen, wird von der Mutter wieder aufgenommen. Das heißt, die Nährstoffe werden gar nicht verbraucht. Es kommt also nicht in dem Sinne zu einer Fehlgeburt, dass die dann draußen sind, die bisherigen, das klingt jetzt gemein, aber der bisherige Stadium eben der Entwicklung der jungen Dachse, inklusive der Plazenta, die dann auch abgestoßen werden muss, wie bei allen Plazentatieren, nachdem eine Geburt, Schrägstrich Fehlgeburt, erfolgt ist. Und das kostet ja alles enorm viel Energie. Klar kann man das hinterher wieder auffressen, aber die Energie ist trotzdem verbraucht. Und deswegen ist es natürlich nochmal viel effizienter für den Energie- und Nährstoffhaushalt, wenn man die Schwangerschaft in dem Sinne einfach beendet und das, was sich entwickelt hat, wieder absorbiert. Ja? Dann verliert man überhaupt keine Nährstoffe dadurch. Mehr oder weniger nicht, außer die Energie, die natürlich für die Entwicklung an sich notwendig gewesen ist. Und das passiert eben immer dann, wenn festgestellt wird, dass die Dachspopulation für den momentanen Lebensraum wohl doch etwas sehr viel zu groß wird und ein Überleben der entsprechenden Jungtiere nicht sehr wahrscheinlich ist. Deswegen gibt es eine große Diskrepanz, gerade bei hohen Dachsdichten, zwischen trächtigen Weibchen oder beobachteten Paarungen und dann tatsächlich vorm Bau irgendwann auftauchenden Jungdachsen. Also die haben also quasi eine Geburtenkontrolle irgendwie schon integriert. Das gibt es auch noch bei anderen Tieren, ist nicht so, dass das der Dachs allein kann, aber in einer Art und Weise, die doch sehr, sehr, sehr interessant ist. Und vor allem diese die enorme Spannweite und Flexibilität hinsichtlich der Populationsgröße und Lebensart des Dachses. So, was macht jetzt so ein Dachs den ganzen Tag? Ich hatte ja schon angemerkt, da sind sie individuell. Die gehen also nicht als Gruppe auf Tour, sondern auf Tour gehen sie dann tatsächlich immer alleine. Sozialleben, sofern wir es dann mit soziallebenden Dachsen zu tun haben, findet tagsüber im Bau statt, also unter der Erde im Dunkeln. Da wird sich dann schon entsprechendes abspielen, wenn sie gerade nicht am Schlafen sind. Der Dachs ist ausgesprochen nachtaktiv. Er ist auch von seiner Biologie her daraufhin ausgelegt, nachtaktiv zu sein. Zu besagter Biologie kommen wir gleich. Das bedeutet, dass man ihn im Winter quasi überhaupt nicht bei Tageslicht antreffen kann. Oder zumindest im Winterhalbjahr, grob gesagt. Im Herbst wird das auch schon schwierig, im Frühjahr auch nicht mehr möglich sein. Lediglich im Sommer hat man überhaupt Möglichkeiten, als zum Beispiel Tierfilmer, brauchbare Dachsaufnahmen bei natürlichem Licht hinzukriegen, weil er eben nur im Sommer gegen Abend frühestens 18, 19 Uhr oder sowas aus dem Bau ausfährt, Fachsprache, er fährt ein, er fährt aus. Der Dachs ist fast so eine Art Bergmann. Ne? Und erst dann ist er da eben entsprechend zu erkennen. Da im Sommer auch gleichzeitig die Jungen, die meistens so im späten Winter bis frühen Frühjahr irgendwie so geboren werden, sind dann auch meistens in einem Alter, dass sie dann halt anfangen eben auch Interesse daran zu haben, vor dem Bau eine Runde zu spielen und sich zu balgen und eben entsprechend dachsisches Verhalten zu lernen, weshalb man eben gerade eben im mittleren bis hin zum etwas späteren Sommer so die höchsten Dachs am Bau Beobachtungschancen hat. Wer jetzt also meint, im Spätsommer, im Hochsommer, sage ich jetzt mal, auf Dachsjagd gehen zu wollen und irgendwelche bekannten, befahrenen Dachsbaue beobachten zu wollen, dem sei noch mal kurz darauf hin,
der Hinweis gegeben, dass das Stören von Tieren an ihren Rückzugsorten, das beinhaltet natürlich auch den Bau, nicht erlaubt ist. Dafür braucht man eigentlich eine Sondergenehmigung, weil man irgendwie jetzt unbedingt das 97.000. DAX-Video meinetwegen drehen möchte und das irgendwie noch viel besser machen kann als die Kollegen. Ganz, ganz wichtig, wenn man trotzdem im Grunde dann auch wirklich illegal den Dachs nachstellt und sie unbedingt am Bau filmen und fotografieren oder was auch immer möchte, dann muss man halt wirklich versuchen, sie nicht so wenig wie möglich zu stören. Es ist auch schon ganz oft vorgekommen, gerade in der Dachsbeobachtung, beim Dachs-Monitoring, dass der Beobachtende festgestellt hat, ja, Jungtiere sind da, aber ich sehe die Erwachsenen nicht. Ganz oft, weil die Erwachsenen sehr, sehr gut darin sind, festzustellen, dass ihr Bau gerade beobachtet wird und die einfach nicht wiederkommen, solange der Bau beobachtet wird. Man sorgt also durch die Beobachtung dann auch gerne mal dafür, dass die Jungen langsam sehr viel Hunger kriegen und eben nicht gesäugt werden können, weil das Muttertier in irgendeinem Sekundärbau ausharrt und darauf wartet, dass derjenige, der vor ihrem Primärbau hockt, irgendwann mal wieder verschwindet. Wenn sie dann mal unterwegs sind des Nachts, die Dachse, die Ausgewachsenen vor allen Dingen, bewegen sie sich größtenteils ziemlich lautstark fort. Dafür machen sie aber auch immer wieder nach einem kleinen Dachs-Sprint, so nach dem Motto raschel, 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 knack, 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 geräuschintensiv eben entsprechend. Ein kurzes Stück, machen Stopp, strecken die Nase in die Luft, riechen, kommt wer, ist da wer, höre ich was, nein, okay, dann weiter, wieder entsprechend lautstark durch die Landschaft. Das mit dem Lautstark ist natürlich schön für denjenigen, der im Walde hockt und des Nachts noch irgendwie mitkriegen will, ob ein Dachs unterwegs ist. Ich meine, gehört durchaus den einen oder anderen schon mal zu haben. Jedenfalls zu diesem typischen Fortbewegungsmuster vom Dachs. Raschel, 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 dann blub, Stille. Raschel, 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 und so weiter. Das habe ich schon wirklich häufig vernommen und auch in einer Lautstärke, die man eigentlich entweder nur mit Wildschwein oder mit Dachs erklären kann. Weil das Reh, das macht ja durch seine doch vergleichsweise langen Sprungabstände und auch wenn es nur geht, durch seine vergleichsweise langen Beine mit dem kleinen Huf unten dran, immer nur so punktuellen Krach. So. Knirsch, 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 knirsch. Wildschweine und Dachse sind dann doch eher so nah am Boden und gerne mal mit der Nase im Boden unterwegs, dass die eher so flugartig unterwegs sind. Und wenn es Wildschweine nicht sind, weil die zwischendrin nicht großartige Sicherungspausen machen, haben sie auch nicht nötig, denen kann eh keiner was, dann kann es eigentlich nur noch der Dachs sein. Weil andere Tiere sind dann wieder zu klein, um so einen Lärm zu produzieren. Also beim nächsten Mal im Wald liegen, vielleicht mal darauf achten, ob man einen Dachs eben mit seiner typischen Fortbewegungsweise hören kann. Er ist zwischen den einzelnen Stopps durchaus flott. Ja? Also er sieht langsam aus und er scheint auch nicht für das oberirdische Fortbewegen so richtig gemacht zu sein. Aber doch, das ist er durchaus. Er ist da durchaus flott, durchaus auch wehrhaft. Der Dachs hat keinerlei natürliche Feinde. Für die Tiere, die nachts noch jagen, ist er einfach zu groß, dass das die da großartiges Interesse dran hätten. Für diejenigen, die ihn aus dem Bau rausholen könnten, keine Chance. Im Bau ist er quasi unbesiegbar. Ansonsten ist er auch einfach zu wehrhaft, um das wert zu sein, dass man sich mit ihm anlegt. Ne? Trotzdem will er sich nicht zwingend mit dem Wolf anlegen, Luchs, Bär. Und das sind auch schon die drei, die in Frage kämen, um so einem Dachs ernsthafte Probleme zu bereiten. Wie gesagt, für einen Vogel. Ein Raubvogel wird nicht so blöd sein, zu versuchen, irgendwas anzugreifen, was er hinterher, je nachdem, was für eine Art und Weise er hat, seine Beute dann hinterher zu fressen. Wenn er sie sowieso wegträgt, ein Dachs schafft er nicht. Wenn er sie nicht wegträgt und vor Ort futtert, dann wäre es potenziell möglich, aber selbst ein Uhu greift keinen ausgewachsenen Dachs an. Und damit sind wir dann raus bei den Vögeln, die nachts unterwegs sind. Also was soll da noch als natürlicher Feind übrig bleiben? Gesunde Grundvorsicht ist ihm aber zu eigen. Die Strecken, die er so zurücklegt pro Nacht, sind eigentlich relativ kurz. Die Stunden, die er unterwegs sind, hängen sehr stark von der Jahreszeit ab. Im Sommer kann er schon mal 10 Stündchen unterwegs sein.
mit kleinen Zwischenstopps auch mal außerhalb vom Bau oder in irgendwelchen Sekundärbauen. So ein Dachs hat meistens mehrere. Mehrere bis viele sogar, je nachdem wie alt der Dachs ist und je nachdem wo er wohnt. Die übernehmen auch gerne mal Baue von anderen Dachsen, die dann halt irgendwann an Altersschwäche oder Parasiten oder sonst was zugrunde gegangen sind. Dass man mehrere Baue hat, hat übrigens auch, um das gleich zu erzählen, den Vorteil, dass man unterschiedlich lange in unterschiedlichen Bauen wohnen kann. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel den ganzen Winter in einem und demselben Bau gehockt ist, dann haben sich in dem Nistmaterial, dem Polstermaterial, was die Kessel in den Bauen jeweils aufweisen, auch jede Menge Parasiten angesammelt, von den Dachsen logischerweise, und sich dann nochmal zusätzlich vermehrt. Und wenn sich der Dachs jetzt in seine eigenen Parasiten wieder reinlegt, kriegt er noch mehr davon ab. Da hat er keine Lust drauf. Deswegen geht er lieber mal in einen anderen Bau, wo lange kein Dachs gewesen ist. Dann sind da auch derzeit gerade wenig bis gar keine Parasiten. Und da kann er sich dann wieder eine ganze Weile aufhalten, bis sie da wieder zur Plage werden. Dann sind sie im Primärbau dann allerdings inzwischen wieder tot. Und so wechselt man dann da ganz gerne mal ab, um eben die Parasitenanzahl möglichst gering zu halten. Gut, wenn jetzt so ein Dachs unterwegs ist, dazu muss man wissen, wenn er will, kann er springen, ca. 1,50 Meter weit aus dem Stand und 80 cm hoch, immerhin, also eher so ein flacher Hüpfer in dem Stil. Und wie orientiert er sich? Olfaktorisch und akustisch. Der Dachs, wie die lange Nase vermuten lässt, riecht sehr, sehr, sehr gut. Er riecht nicht ganz so gut wie die Hundeartigen. Die Hundeartigen sind so grob, muss man sagen, bis auf so ganz wenige Ausnahmen, innerhalb des Tierreichs schon die Spitzenreiter, was die Riecherei angeht. Der Dachs riecht aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Und ich glaube, irgendwo wird es dann für ein Tier, das sowieso keine großen Strecken zurücklegt, um an Beute ranzukommen, sinnlos, wenn er irgendwelche Beutetiere auf kilometerweite Entfernung riechen kann, die er ja eh nicht schlägt. Ja? Also das ist eine Fähigkeit, die dem Wolf sicherlich sehr gut und sehr nützlich vorkommen mag. Der Dachs braucht das einfach nicht. Deswegen sehr gute Nase, ja. Krasse Ultranase auch nicht. Aber sehr gut reicht halt einfach. Vielleicht hört er sogar noch ein bisschen besser, als er riecht. Hören muss er wirklich sehr, sehr gut. Man ist sich nicht ganz sicher, aber bei der Nahrungssuche kommt es mal vor, dass der Dachs gerne Mäusenester im Boden ausbuddelt. Wie er die findet, na, entweder riecht er sie, das ist aber eher unwahrscheinlich, weil auch kein anderes Tier bekannt ist, das unter dem, also wirklich massiv im Boden, irgendwas rausriechen könnte. Also zumindest hier bei uns wüsste ich jetzt niemand, der das sonst kann, nachweislich riecht. Wahrscheinlicher ist eher, dass er die Mäuse hört, weil Mäuse, solange sie innerhalb ihrer Gruppe in ihrem Nest hocken, immer so ein gewisses Grundfiepen von sich geben. Die halten sozusagen nie die Klappe, die quietschen immer so ein bisschen vor sich hin. Und das ist zwar super, super leise, aber so ein Dachs hört wirklich ganz hervorragend und vielleicht kann er das durch den Boden hören und buddelt dann gar nicht die Gänge auf der Mäuse, sondern gräbt sich einfach von oben runter und hat sie. Ja, und dann das ganze Nest halt inklusive sämtlicher Jungmäuse. Mag mal wieder grausam sein, aber ist halt die Natur. Und das ist so der ausschlaggebende Punkt, weshalb man eben glaubt, dass der Dachs als Hauptsinn, wenn man von einem Hauptsinn ausgehen möchte, er macht ja beides sehr gut, riechen und hören, dann doch eher noch ein Akustiktier ist. Vielleicht. Ne? Sehen tut er schlecht. Was er gut tut, was aber in Ordnung ist vom Sehvermögen her, ist erstens verglichen an der ohnehin geringen Sehfähigkeit das Sehen in der Dunkelheit. Wäre auch schlecht, der lebt ja die meiste Zeit seines Lebens im Dunkeln. Wenn er da gar nichts sehen würde, dann bräuchte er eigentlich, dann könnte er gleich den Maulwurf machen, ne? Der ja wirklich fast blind ist. Und zweitens, was er auch noch ganz gut kann, ist Bewegungen erkennen. Also Details sieht er wenig. Ob das jetzt ein Gänseblümchen ist oder eine Anemone, wird der Dachs optisch nicht unterscheiden können. Wahrscheinlich riecht er sofort. Vielleicht hört er sogar, ich weiß es nicht. Aber optisch wird das nicht unterscheiden können. Was er hingegen sehr gut wahrnimmt, ist, da bewegt sich was. Da könnte ein potenzieller Feind sein und so weiter. Klar kann ein Jungdachs schon mal von irgendwem anders gefuttert werden.
Es kommt auch vor, dass bei Dachsen, hat man ganz selten wohl mal schon beobachtet, ein gewisser Genozid stattfindet, dass also andere männliche Dachse die Jungen anderer männlicher Dachse töten, damit sie halt ihre eigenen Jungen dann halt irgendwie durchbringen können. Das soll wohl auch schon vorgekommen sein. Und als junger Dachs und nicht das allergrößte Tier im Wald, ist ja Vorsicht, wie gesagt, keine schlechte Idee. Sonst noch was zu den Sinnen? Nee, eigentlich nicht. Die habe ich jetzt umfangreich beschrieben. So, wenn er gerade nichts zu essen sucht und trotzdem in der Gegend unterwegs ist, des Nachts, was macht er dann? Oder markiert er eventuell sein Revier oder checkt, wer sonst noch so in der Gegend unterwegs ist. Und das passiert alles olfaktorisch. Da ist er ein sehr nasenintensives Tier. Dachse besitzen dreierlei Möglichkeiten, Geruchstoffe zu hinterlassen, streng genommen. Erstens Kot. Gut, das kann jeder. Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber sie haben zusätzlich links und rechts vom After noch paarige Analdrüsen, die so ein gelbes, recht dickflüssiges Sekret abgeben, das sogenannte Analsekret. Das dient vor allen Dingen irgendwelchen kommunikativen Zwecken. Erstens mal, um die Grenzen des Reviers abzustecken. Man findet entlang der Reviergrenzen Kloaken bzw. Latrinen vom Dachs. Dachse graben sich immer ein kleines Loch, wo sie dann in ihre Hinterlassenschaften reinfallen lassen. Manchmal auch gar keine Hinterlassenschaften, sondern nur Analsekret, wenn es eben an Verdaubarem fehlt. Analsekret können sie also auch separat irgendwo hinterlassen, um eben, und das ist schon ziemlich stark riechend, das Zeug, klar zu machen, hier bin ich. Ja, hier beginnt die Grenze von meinem Gebiet und das jeweilige Analsekret vom jeweiligen Dachs riecht auch stark unterschiedlich, zumindest für Dachse, davon gehen wir zumindest aus, dass die also ganz klar wissen, das ist Individuum Hans-Peter von mir aus. Ja. Und es war auf keinen Fall Nicole Chantal oder so. Die zweite Möglichkeit, dritte Möglichkeit, ne, neben normalem Kot, die können auch irgendwo hinpinkeln, aber das tun sie nicht zu Markierungszwecken. Pinkeln gehen Dachse, soweit wir wissen, nur weil sie müssen. Irgendwo, wo es sich halt gerade anbietet. So, dritte Markierungsmöglichkeit jetzt aber sind so ein bisschen ringförmig, so halbringförmig oberhalb vom After, direkt unterm Schwanzansatz, angelegte spezielle Drüsen, die bei Kontakt ein bisschen Sekret abgeben, also so ein bisschen Duftstoff abgeben. Keine großen Mengen und auch nicht so penetrant wie dieses Zeug aus den Analdrüsen. Aber dafür können sie, dadurch, dass das da praktisch direkt unterm Schwanz sitzt, das bei jeder Gelegenheit überall hinklatschen, wo sie es gerade haben wollen. Das ist zwar jetzt nicht für uns Menschen nicht besonders appetitlich, aber irgendwie finde ich es doch ganz sympathisch. Man spricht davon, der Dachs stempelt. Das bedeutet, er kann mit seinem Hinterteil Dinge markieren. Das heißt, das drückt er dann gerne mal auf alles Mögliche drauf, was er interessant findet. Oh, das ist ein schöner Stein, der gefällt mir, umdrehen, puff, Stempel drauf. Das ist jetzt meiner, beziehungsweise den finde ich jetzt auch wieder. Diese Stempelung muss wohl wirklich für Tage für den Dachs noch zu riechen sein. Und insbesondere bei jungen Dachsen kann man beobachten, dass sie a. ihre Eltern stempeln, b. ihre Geschwister stempeln, also Spielkameraden, auch andere Dachse, die entferntere Geschwister aus einem anderen Wurf oder Tanten oder Onkels oder sowas, oder auch nicht verwandte Tiere, werden auch gestempelt. Jeder, der mit denen irgendwas zu tun hat, wird gestempelt, damit sie dann wissen, du, mit dir habe ich schon was zu tun gehabt. Ja? Dich mag ich. Oder irgendwie in irgendeiner Form muss das da eine soziale Funktion dieser Stemplerei geben. Eltern stempeln natürlich auch ihre Jungtiere. Und die Jungtiere stempeln übrigens auch ihre Lieblingsspielsachen. Jeweils individuell. Man hat schon beobachtet, dass manche Dachse dann, der eine hat zum Beispiel so einen bestimmten Stock, der da vor dem Bau liegt. Und jedes Mal, wenn er rauskommt, spielt er gerne mit diesem Stock und bestempelt jedes Mal, wenn er rauskommt, diesen Stock neu an verschiedenen Stellen, damit klar ist, das ist meiner. Also stempeln mag ein bisschen unappetitlich für uns als Mensch wirken. Aber an sich finde ich das wirklich eine recht sympathische Angelegenheit, dass man ganz klar macht, das ist meins und das zur Kommunikation nützt. Ja.
Vielleicht bin ich auch komisch. Kann auch sein. Eine Sache hatte ich noch vergessen. Dachse können auch durchaus auf Bäume klettern. Wie jeder andere Marder auch sind sie durchaus kletterfähig. Und dadurch, dass sie halt groß und schwer sind, sieht das eher aus, wie wenn ein kleiner Bär auf einen Baum klettert, als wenn ein Marder da elegant hochspringt. Aber sie können es. Warum sie das tun? Vielleicht, weil sie es können. Man hat bisher noch keinen Zusammenhang gefunden, dass das denen irgendwas bringt, außer vielleicht macht es ja Spaß. Na? Ich bin ja der großen Überzeugung, je effizienter ein Tier ist, und der Dachs ist effizient, sonst würde er nicht so ein großes Verbreitungsgebiet und so eine stabile Population besitzen, desto mehr Freizeit hat ein Tier. Das heißt, es kann sich auch mal so Sinnloses auf dem Baum klettern leisten. Einfach weil der Kampf ums Überleben durch Erfolg hin und wieder ein bisschen abgemildert wird und Freizeit dann überhaupt erst eine Rolle spielt. Sieht man gut bei einem sehr hocheffizienten Tier wie dem Wolf, was die an Sozialverhalten an den Tag legen und wie viel Zeit sie auch für soziale Interaktionen in der Gruppe aufwenden. Das können sie nur deswegen, weil sie so ein hocheffizientes Team sind und vergleichsweise gut in der Nahrungsbeschaffung. Sonst hätten sie einfach die Möglichkeit, gar nicht Energie zu verschwenden, in Anführungszeichen, für Fangenspielen mit den Geschwistern. Wir kommen zu den Lautäußerungen, aber vorher muss ich den Akku wechseln. Geräusche, die die Dachse so machen, wurden 1975 von einem gewissen Herrn Goethe beschrieben und der führt 8 verschiedene Lautäußerungen auf. Insbesondere auch, wenn man sich die Jungdachse anguckt. Also, gehen wir mal durch. Erstens, das sogenannte Nestweinen der Jungen. Das ist das Geräusch, was die machen, wenn die Eltern nicht da sind, um den Eltern zu verstehen zu geben, dass sie gefälligst wiederkommen sollen, wir haben Hunger. Das gibt es auf 2 Varianten. Einmal Kiki, Kiki, Kiki. Und einmal die stotternde Variante, die Kiki, 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 Kiki. Ungefähr so. So, dann gibt es auch Bettel- oder Hilferufe der Jungen, wenn sie irgendwie nicht klarkommen. Das nennt man auch helles Keckern grundsätzlich. Dachse, der Primärlaut, den ein Dachs macht. Ein Bär brummt, ein Wolf heult, Katze miaut und so weiter. Der Primär, wobei Katzen nur miauen, um mit uns Menschen zu kommunizieren übrigens, egal. Der Primärlaut, den man den Dachs nachsagt, ist entweder brummen, wenn er sich bedroht fühlt, und ansonsten keckern. Und das geht kikiki oder so in diese Richtung. Ja? Das ist sowohl als auch eben der Komm und Hilf mir, als auch in einer leichteren, ja, freundlicheren Ausprägung, so eine Art Kommunikations- und Stimmfühlungslaut, dazu kommen wir gleich. Ein lautes und aggressives Keckern oder eher schon so kurzes abgehacktes Gebell, so so in die Richtung, das ist dann so ein Kampflaut bei den Männchen zu beobachten, wenn sie sich um die Damen streiten. Es gibt auch tatsächlich so Kläffen, so irgendwie so in diese Richtung tendenziell gehend, und kreischen können sie auch. So, außerdem haben wir den Drohschrei oder Warnruf. Das ist ein Aö, Aö. Manchmal komme ich mir schon selber komisch vor, aber wie soll ich das sonst wiedergeben? Ich kann es euch auch als in den Lautschrift einblenden, aber ich habe mich übrigens auch mal per Audiodateien, könnt ihr euch selber mal rumgoogeln, ich möchte da nichts verlinken, da bin ich mir nicht sicher, wie das mit dem Urheberrecht ist, aber es gibt auch ein paar Audiodateien, wo man diverse DAX-Geräusche auch anhören kann. Einfach mal selber rumgoogeln, wer da Interesse dran hat. Dieses Aö, das geht noch. Es gibt auch wirklich so ein richtig markerschütterndes Kreischen, das so ein bisschen nach einem, Entschuldigung, abgestochenen Schwein klingt. Das können sie auch. Zischen, Fauchen, so ein bisschen wie das der Katze. Und besonders häufig, was man halt wirklich zu hören kriegt, ist das Drohknurren, Schrägstrich Brummen. Ist wahrscheinlich das Geräusch, das man als Mensch am ehesten mal persönlich von einem Dachs zu hören bekommt. Das klingt halt so ein bisschen wie das Brummen von einem Miniaturbär. So in diese Richtung gehend. Und das Mucken, Keckern und Mucken,
das sind so die beiden Primärgeräusche. Das ist so ein... Also Ton müsst ihr euch selber, klingt wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Oder ein... Also hinten tief aus der Kehle. Das ersetzt so ein bisschen das Schnurren der Katze. So kann man das ungefähr verstehen. Es ist also so ein Wohlfühl-Geselligkeitslaut. Die Katzen halt auch, ja, auch durchaus mit ihrem Katzenmutter, mit ihrem Nachwuchs schnurrt. Und auch die Miniaturkätzchen kenne mal bei der Mutter schnurren und solche Späße. Anders als das Miau, was so viel bedeutet wie, eh Mensch, ich brauche hier irgendwie Fressen, Zuneigung oder mach mir die Tür auf. Ja. Während hingegen so ein Schnurren tatsächlich artspezifische Kommunikationsausdruck für Wohlbefinden auch in Situationen mit den Artgenossen verwendet wird. Und das ist hier beim Dachs genauso. Jo, also so viel zur akustischen Kommunikation, ist erstaunlich vielfältig, deckt sich aber auch ganz gut mit der Erkenntnis, dass wir ja wissen, dass der Dachs sehr, sehr gut hört und als Akustiktier logischerweise dann auch auf akustische Signale zur Kommunikation zurückgreift. Macht meiner Meinung nach perfekt Sinn. Kommunikation auch eben wichtig, die Gesichtsbemalung, also die typische Dachsmaske, die eben ein Bewegen des Kopfes im Dunkeln durch den hohen Kontrast von weißen und schwarzen Streifen noch sichtbar macht. Das sehen Sie also wahrscheinlich zumindest schemenhaft in manchen Situationen auch im Bau und wenn nicht, wenn Sie nachts vor dem Bau eben entsprechend unterwegs sind. Jetzt haben wir bei den ganzen Aktivitäten, die der Dachs so tut, den ganzen Sozialverhalten, was der Dachs so macht, eine wesentliche Phase ausgeklammert, nämlich den Winter. Was macht unser Dachs denn im Winter? Ja, das wissen wir nicht. Es gibt Regionen der Welt, insbesondere in Russland, wenn er ins Kontinentale geht und als Steppendachs unterwegs ist, weil es da gar keine Wälder gibt, in denen er wohnen kann, wo er eher im deckungslosen Gebiet unterwegs ist, wo es dann auch teilweise durchaus Tiere gibt, die dem Dachs gefährlich werden können, wo er dann in gewissem Maße auch natürliche Feinde hat. Hier bei uns in Deutschland eher wenig, aber woanders sieht die Sache wieder anders aus. Und in solchen Regionen weiß man, dass der Dachs Winterruhe hält. Winterruhe bedeutet, Körpertemperatur reduziert sich etwas, er bleibt aber wach in dem Sinne, dass er reagieren kann, wenn irgendwas passiert, ne? Dass er auch mal zwischendrin aufstehen kann, aufs Klo gehen kann und so weiter. Winterschlaf bedeutet ja komplett weggetreten. À la Murmeltier zum Beispiel. Das macht einen klassischen Winterschlaf. Kann sein, dass man zwischendrin aufwacht, aber um mal richtig zu schlafen, ich glaube, das war das Murmeltier, das beim Winterschlaf aufwachen muss, um mal eine Nacht richtig zu schlafen und dann weiter Winterschlaf zu betreiben. Weil erholsam ist das nicht. Das ist so ein Überlebenszustand. Das kann der Dachs nicht. Aber er kann seine Körpertemperatur auf für ein Säugetier ziemlich niedrige 25 Grad runterfahren. Die meisten Säugetiere sind von der Körpertemperatur ungefähr bei uns im Bereich Mensch etwa einzuordnen, plus minus immer ein paar Grad. 25 Grad ist also extrem niedrig. Das ist toll, dass er das kann. Das machen sie auch, aber eher, wie gesagt, in Russland. Ob eine Winterruhe, ein Runterfahren der... ein Energiesparmodus sozusagen bei uns in Deutschland überhaupt stattfindet. Also wenn, dann nur in sehr kalten Wintern. Und in Regionen, wo man wirklich viel Schnee erwarten darf, auf Schnee ist der Dachs nicht so gerne unterwegs, kommt da schon auch mal hin und wieder raus. Aber man beobachtet auch, dass die Zeiten außerhalb des Baus im Winter ganz schnell runtergehen auf eine Stunde oder so. Und beobachten kann man ihn dann auch nicht, weil er im Winter grundsätzlich nur im Dunkeln rauskommt. Und zwar lange nach Einbruch der Dunkelheit. Also nicht 16.30 Uhr, wo es gerade anfängt, dunkel zu werden, sondern der kommt irgendwann nachts um 10 oder so, wo es wirklich stockdunkel ist. Oder noch später, nachts um 3. Das ist dem Dachs ja völlig Wurst, der hat ja ein ganz anderes Zeitempfinden als wir eben. Jo. Ah, noch eine ganz interessante Sache im Winter. Zwei zusätzliche Optionen ermöglichen dem Dachs, auch harte Winter ganz gut zu überstehen, ohne eine Winterschlafmethode entwickelt zu haben. Erstens, wenn der Bau tief genug ist, wird es irgendwann warm. Der abkühlende Einfluss der Erdoberfläche wirkt nur so bis in 4,
bis 6 bis 8 Meter Tiefe, sowas um den Dreh. Schafft es der Dachs also, sich 8 Meter in den Boden reinzubuddeln, was insbesondere an Hängen nicht weiter schwierig ist. Wenn er hier so einen Hang hat, ja, und dann gräbt er einfach hier einen 8 Meter langen Tunnel, das schafft er, dann hat er es eigentlich ganz gemütlich. Da erreicht dann spätestens bei 8 Meter Tiefe, erreicht die Temperatur im Boden, beziehungsweise ist die Temperatur im Boden konstant der Jahresdurchschnittstemperatur entsprechend. Ist man also irgendwo mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8 Grad und buddelt da 8 Meter tief, dann hat man diese 8 Grad immer. Die hat man im tiefsten Winter, die hat man im heißesten Sommer. Ist also eigentlich ganz angenehm. Und je nachdem, welche Temperatur jetzt draußen gerade herrscht, ist es draußen sehr, sehr heiß, sehr, sehr kalt, kann der Dachs mal mehr, mal weniger tief in seinen Bau reingehen und findet da immer eine entsprechend abgemilderte Temperatur vor. Er wird nicht in die allertiefste Tiefe kriechen, wenn es draußen gerade schön warm ist, dann bleibt er eher etwas näher an der Oberfläche, damit ihm auch schön warm ist. Hingegen im Winter sind die 8 Grad unten eben nicht kalt, sondern eher warm und damit übersteht er den Winter ganz gut. Wenn er dann so viel tief graben kann. Man hat bei einzelnen Dachsbauen nämlich auch was ganz Kurioses entdeckt und das ist vielleicht mit eine der tollsten Sachen, die der Dachs so kann. Der lustigste Dachs-Fact überhaupt, wenn man so will. Der baut sich Bioreaktoren in seine Gänge. Das heißt, er schichtet sich tatsächlich kleine Komposthäufelchen in seinem Bau auf und durchmischt die und fühlt, wie warm wird's, je nachdem, muss ich jetzt ein bisschen umdrehen, muss ich jetzt noch ein bisschen frisches Material draufschmeißen, muss ich nicht noch was draufschmeißen. Und dadurch, dass das langsam vor sich hingärt im Bau, gibt das natürlich Wärme ab. Sozusagen hat er eine Biogasanlage im Bau. Und mit dieser Wärme kommt er auch teilweise durch den Winter. Das ist was man wirklich nicht in jedem Dachsbau findet, aber einzelne Dachse müssen wohl auch unabhängig voneinander auf diese Idee gekommen sein. Vielleicht hat sich's auch rumgesprochen, ich weiß es nicht. Jedenfalls können sie auch wirklich gezielt das steuern, dass es auch nicht zu warm wird. Dann nehmen sie mit dem Material runter, dann werfen sie wieder Material drauf. Wahnsinnig faszinierend. Auch eine Möglichkeit, um irgendwie über den Winter zu kommen, man baut sich einfach eine Biogasanlage in den Bau ein. Damit sind wir jetzt auch beim Thema Bau angekommen. Gibt ein langes Video, aber das Thema Bau ist nun mal wichtig, da der Dachs für seine grabende Tätigkeit berühmt und berüchtigt ist. Dachsbaue können im Laufe der Jahrhunderte, weil sie halt von vielen Dachsgenerationen nacheinander bewohnt werden, durchaus enorme Ausmaße erreichen. Und da werden auch Erdmassen bewegt, die ab einem gewissen Grad zum landschaftsprägenden Bestandteil werden können. Es gibt nichts umsonst, auch Flurnamen immer mal wieder in Deutschland zu finden, die auf die Aktivität des Dachses hinweisen. Und wenn man dann da hingeht und danach guckt, findet man tatsächlich so viel Auswurf, dass man über der Erde quasi riesige Maulwurfhügel findet, wenn man so will. Einfach durch diese enormen Erdmassen, die Dachse im Laufe der Jahrhunderte bewegen, wenn sie da halt wohnen. Man hat zum Beispiel mal einen größeren Bau ausgebuddelt und kam auf 93 Einfahrten. Der war wahrscheinlich mindestens über 100 Jahre alt. Wie alt genau kann man nicht sagen. 93 Einfahrten, 214 laufende Meter Röhren. Beim Röhrenquerschnitt von 0,628 Quadratmeter, einem Erdvolumen von 13 Kubikmeter, was die da eben entsprechend auch aus dem Boden befördert haben. Also 13 Kubikmeter, das ist schon eine Hausnummer, das gibt ein kleines Hügelchen, was in der Landschaft sonst nicht zu finden wäre, oder mehrere kleine Hügelchen, die dann auch wirklich oberirdisch bei so einem alten Dachsbau eindeutig darauf hinweisen, dass da sowas los gewesen ist, im Sinne von viele Dachse unterwegs. Leider hat man den halt zu diesem Zweck wirklich aufgegraben, diesen Bau. Ist schade, aber irgendwann, andererseits die Wissenschaft, einmal das Ganze untersucht zu haben, ist schon wichtig. Ich bin also einerseits traurig, andererseits auch irgendwo so ein bisschen froh drum. Das ist immer sauschwierig in solchen Situationen. Findet man das gut, findet man das schlecht? Jedenfalls hat man 29 Kessel gefunden in diesem Bau. Blindendende erweiterte Röhre, das ist so der Standardkessel. Also einfach nur hohles Ende, bisschen erweitert und da kann der Dachs dann sitzen.
Dann gibt's erweiterte Durchgangsröhren mit zwei Kesselzugängen, also sprich in der Mitte von einer Röhre ein größerer Kessel angelegt. Es gibt C. Moment. Blindendende erweiternde Röhre, B. Erweiterte Durchgangsröhre, zwei Kesselzugänge, C und D. Erweiterte Röhrenkreuzung mit drei bzw. vier Zugängen. So. Und das sind so die Möglichkeiten. In den jeweiligen Kesseln legen die Dachse noch Polstermaterial ein, damit sie da schön sitzen können, schön sich ausruhen können, schön auch ihre Jungen versorgen können. Und ja, wir haben ja gehört, in diesem Bau gab es insgesamt, wie viel waren es? 29 eben unterschiedliche Kessel, die man ausgebuddelt hat. Es mögen möglicherweise vielleicht noch mehr gewesen sein. Und jetzt muss man noch wissen, jeder Dachs hat immer mehrere Baue, für den Fall, dass in einem Bau irgendwas nicht stimmt. Die heißt, die Dachsfamilie, die da gewohnt hat, muss also wirklich massiv Platz zur Verfügung gehabt haben und konnte aus dem Vollen schöpfen, was die einzelnen Kessel zur Verwendung eben entsprechend angeht. Das mit den Parasiten, dass man da häufiger mal den Kessel wechseln muss, hatte ich ja bereits berichtet, dass das da sehr hilfreich ist. Übrigens, so ein Dachs, wenn der Dinge in oder aus dem Bau transportiert, sprich Erdmaterial nach draußen oder Polstermaterial nach drinnen, dann macht er das immer im Rückwärtsgang und schiebt das mit den Vorderpfoten unter sich selber, also sammelt das unter sich und bewegt sich dann langsam rückwärts entsprechend in seinen Bau. Und wenn er was verliert, kann er es mit den Vorderpfoten schön wieder einsammeln, wieder unter sich und sich immer schön wieder weiter bewegen. Also so, wie gesagt, erstens Erdmassen nach draußen, Polstermaterial nach innen. Er kann da auch schon durchaus mal den Schnauze zur Hilfe nehmen, um dann noch irgendwie das Material noch besser transportieren zu können. Die mittlere Polsterhöhe, damit wir wissen, wie sieht so ein Wurfkessel aus, betrag irgendwie 15,5 cm. Das heißt, Polster geht von 2 bis 47 cm. 47 cm Polster, da lässt sich's leben. Ne? Da haben sie sich schon gut gehen lassen. Das Thema Bau könnte man jetzt wirklich noch ganz, ganz, ganz ausführlich ausführen. Gibt, wie gesagt, pro DAX mehrere Baue. Pro DAX-Gruppe eher, muss man sagen. Wenn es ein Einzel-DAX ist, wird er auch mehrere Baue haben. Wenn es eine Gruppe ist, dann hat sie eben natürlich auch mehrere Baue, dann wahrscheinlich viel mehr verschiedene. Es kommt hin und wieder mal vor, dadurch, dass die sich ja fast nur unter Tage aufhalten, wenn sie gerade nicht nach Nahrung suchen, dass auch mal die Eltern, auch wenn sie eigentlich stillen sollten, eine Nacht lang in einem alternativen Bau übernachten, also gerade auch die Mütter, weil sie die Schnauze voll vom Nachwuchs haben oder weil aus sonstigen Gründen, aber ich vermute, weil sie die Schnauze voll vom Nachwuchs haben. Und Dachse sind da sehr, sehr, sehr flexibel. Sie haben auch ihren kompletten Territorium immer wieder Notbaue, wo sie sich zwischendrin mal verstecken könnten, falls was wäre und das notwendig werden sollte. Und ja, Ernährung. Die fressen quasi alles, was sie irgendwie kriegen können. Mais, wenn sie kriegen können. Weizen, wenn sie kriegen können. Käferchen gerne mal. Mäuse, wenn sie sie ausbuddeln können. Kaninchenjunge, wenn sie sie ausbuddeln können. Sehr gerne sogar, sehr energiereich, wenn kriegbar. Ist das eine tolle Nahrung für den Dachs. Mäuse hat man gesagt. Eier, wenn sie Eier von bodenbrütenden Vögeln finden, nehmen sie die auch. Das ist aber tendenziell sehr selten. Sie essen Äpfel, sie essen Beeren, was runtergefallen ist vom Baum. Sammeln auch gerne mal Heidelbeeren auf, Walderdbeeren, all sowas holt sich der Dachs. Aber seine Hauptnahrung, die so ungefähr über den Jahresdurchschnitt gesehen, die Hälfte vielleicht bis zwei Drittel der Gesamtmasse, was er so futtert, ausmacht, sind Regenwürmer. Und Regenwürmer werden nicht etwa ausgegraben, sondern werden dann aufgesammelt, wenn die nach oben kommen, um mal an der Erdoberfläche nach dem Rechten zu schauen. Und in dem Moment kommt der Dachs vorbei und schon hat er. Gerne mal wird pro Nacht ein Kilo Regenwürmer verzehrt. Das sind dann so um die 150 Stück, sowas um den Dreh. Kommt drauf an, wie groß die jeweils werden in der Gegend, wo der Dachs unterwegs ist. Und da Regenwürmer eben auch das Primärfutter darstellen, ist die Regenwurmverfügbarkeit der Schlüsselfaktor, wenn es um die Größe der Dachspopulation in einer Region geht. Das war es im Wesentlichen zu Ernährung. Viel mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir zum Thema Fortpflanzung. Dachse kann man daran sehen, dass die Männchen
die ganze Zeit über mit zeugungsfähigen Hoden rumlaufen. Das ist ja bei vielen Tieren so, dass die Hoden nur eine gewisse Zeit lang des Jahres überhaupt funktionsfähig sind und danach spart man sich das ständige Nachproduzieren von Spermien einfach ein. Kostet ja auch Energie. Bei uns Homo sapiens ist zum Beispiel so, dass wir auch das ganze Jahr theoretisch, wir Männlichen, zeugungsfähig sind. Das kostet einen Haufen Energie. Da muss ja dauernd Zeug produziert werden, was extrem Nährstoff, Mineralstoff, Vitamin und so weiter und so fort reich ist. Und die meisten Wildtiere sparen sich das für eine kurze Zeit im Jahr auf. Da wird das dann vermehrt produziert und entsprechend auch verwendet. Und damit ist der Reproduktionserfolg meistens auch gegeben. Beim Dachs ist das eben nicht so. Die Konzentration schwankt zwar und es gibt so ein paar Höhepunkte, wo besonders gerne fortgepflanzt wird. Theoretisch, und das ist wohl auch so, dass das auch vorkommt, ist aber fast das ganze Jahr über, im tiefsten Winter wird es wohl nicht praktiziert, aber fast das ganze Jahr über Fortpflanzung möglich. Ja? Bei den Weibchen ist es auch so, dass die eine Keimruhe durchlaufen. Heißt, wenn eine befruchtete Eizelle, die auch potenziell wirklich zu vielen verschiedenen Zeitpunkten es einen Eisprung geben kann, sodass eine Eizelle befruchtet werden könnte. Wenn die befruchtet ist, wird sie in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet und ruht da dann erstmal, also Keimruhe. Das heißt, die Befruchtung kann irgendwann im Jahr stattfinden, völlig Wurst. Entwicklung der Jungtiere beginnt dann im Winter, sodass sie im frühen Frühjahr oder sogar im späten Winter irgendwie so um den Dreh geboren werden. Entwicklung der Jungtiere, nachdem dann die Eizelle reift, ja, nachdem das dann losgeht und die eigentliche Schwangerschaft abläuft, dauert nur 45 Tage. Dafür kommen sie blind und taub und nur mit so ganz, ganz dünnen, flauschigem Flausch behaart eben entsprechend zur Welt. Durchschnittlich 1 bis 4 Junge pro Fähe. Ne? Was heißt durchschnittlich? Also maximal, also zwischen 1 und 4 halt ungefähr. Vielleicht gibt es auch mal ein Fünfling-Geburt, mag sein, aber ist eher selten. Es ist übrigens lustigerweise auch möglich, dass während bereits eine befruchtete Eizelle in der Keimruhe, in der Gebärmutterschleimhaut von der Dechsin drin sitzt, kann die Dechsin sogar in seltenen Fällen nochmal einen Eisprung haben und die zusätzliche Eizellen, die jetzt unterwegs sind, können sogar auch nochmal befruchtet werden und sich zusätzlich zu der bereits eingenisteten, befruchteten Eizelle dazugesellen. Das ist was ganz Seltenes im Tierreich. Das heißt, während man schwanger ist, kann man schwanger werden. Auf gut Deutsch. ja. Aber ist auch kein Problem, weil auch die warten dann darauf, dass eben die Zeit ist, wo sich das Ganze entwickeln soll. Und auch praktisch, das hatte ich auch schon angesprochen, wenn eben im Winter diese Entwicklung stattfindet, kann bei einem strengen Winter die Entwicklung auch einfach unterbleiben und die Schwangerschaft ist dann zack, puff, wieder vorbei. Sollte die Situation es halt einfach nicht hergeben, der Winter so hart ist, dass Jungenaufzucht dieses Jahr keine gute Idee ist. Ja, wenn die Jungen dann mal geboren sind, das dauert so ungefähr 12 Wochen, bis sie so richtig aktiv werden. Sagen wir mal 10 bis 11 bis 12. Mit 10 Wochen fangen sie dann so ungefähr an, zumindest mal den Bau zu erkunden, krabbeln da rum und checken die anderen entsprechenden Kessel aus, was es da so zu sehen gibt, und beginnen aktiv zu werden. Und mit circa 12 Wochen treten sie dann das erste Mal vorm Bau auf. Und da kann man sie dann auch beobachten und schauen, was sie da so treiben und Dinge stempeln. Vor allen Dingen, das ist besonders schön zu beobachten bei den Jungdachsen. Mini-Dachse, insbesondere wenn sie noch in der Höhle bleiben, so im Alter von 4, 5, 6 Wochen, unglaublich niedliche kleine Viecher. Weil da haben sie schon diese typische Dachs-Gesichtsprägung, also die Dachsmaske auf und, das ist was Tolles. Gibt es praktischerweise diverse Fotos, weil man schon geschafft hat, Kameras eben entsprechend in den Dachsbau zu schmuggeln und dann auch mit Blitzlicht und da vernünftige Fotos zu machen. Also das ist nicht so, dass das unmöglich wäre. Ausgewachsen sind Dachse übrigens erst mit so im Schnitt ungefähr 18 Monaten. Das dauert relativ lange, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass der für die Tragzeit vergleichsweise kurz ist. Typischer Nesthocker, warum auch nicht? Ich meine, so ein Dachs muss ja auch nirgendwo hin, solange er in seinem Bau bleibt und schön gesäugt wird von der Mutter.
ist es also auch nicht weiter schlimm, dass die Entwicklung lange dauert. Erst mit so 16, 17, 18 Wochen beginnen die jungen Dachse dann überhaupt erst an der Erdoberfläche großartig rumzulaufen und der Mutter ein bisschen zu folgen und zu lernen, wo gibt es denn Essbares zu finden. Und bleiben dann halt bis zum Erreichen der Geschlechtsreife mit 18 Monaten als Geschwister der nächsten Generation bei den Eltern. Ja? Mindestens bis sie geschlechtsreif sind. Oft ist es ja auch so, wenn es eben zu sozialen Dachsstrukturen kommt, dass sie auch vielleicht sogar ihr Leben lang bei den Eltern bleiben oder irgendwann mal die Dominanz übernehmen und dann das reproduzierende Paar sind. Innerhalb dieser Dachsfamilienkonstrukte ist meistens nur ein, zwei oder drei Paare höchstens reproduzierend und die anderen, die sind halt zusätzlich auch noch dabei. Was gut ist, weil damit haben alte Dachse tatsächlich eine Option, in Rente zu gehen. Müssen keine Jungen mehr großziehen, dürfen aber weiter noch im Familienverband da wohnen, bis sie halt zu alt werden und dann tatsächlich an Altersschwäche sterben, was so circa mit 15 Jahren ganz grob ungefähr der Fall ist. Also wird durchaus alt, so ein Dachs. 15 Jahre ist ordentlich für Tiere in freier Wildbahn. Ja. Dachs und Mensch kommt jetzt. So, da muss man jetzt natürlich ansprechen, die aktuelle Situation, wo der Mensch selbstverständlich die größte Gefahr für den Dachs darstellt. Der Mensch stellt für so ziemlich jedes Wildtier, wenn sie jetzt nicht gerade eine Maus ist, die einen Haufen natürliche Feinde hat, die größte Gefahr dar. Und im Fall von Dachs ist, wie bei vielen Tieren, der Verkehr der Hauptverursacher von toten Dachsen. Wenn wir uns in Europa ein bisschen umgucken, in den Nachbarländern, da haben wir so jeweils Verkehrstote, die in 20% der Sommerpopulation ausmachen pro Jahr. Das reicht nicht, um den Bestand wirklich zu gefährden. Dafür ist die Reproduktionsrate hoch genug, die so ungefähr pro Paar etwa 2 bis 3 zusätzliche Dachse ungefähr hervorbringt. Aber das ist definitiv eine Hausnummer. Man hat da sicherlich in den letzten Jahren auch mit mehr Bewusstsein, dass es eben viele verkehrstote Tiere gibt, ein bisschen was erreichen können. Andererseits muss man sagen, wenn es den Dachsen auch so gut geht, dass sie in riesigen Mengen auf der Straße unterwegs sind, ist es zumindest mal nicht populationsgefährdend, dass hier nun wieder mal ein Dachs unterm Auto landet. Die Zahlen, die ich für Deutschland gefunden habe, sind mal wieder schon alt. Die sind aus dem Jahre 2000, fast 2098 oder irgendwie sowas. Und da geht man von 9% Dachsverluste durch Straßenverkehr aus. Das ist im europäischen Bereich eher im unteren Drittel anzuordnen und geht von weiteren 8% Verlusten durch die Jagd aus. Wobei man sagen muss, gerade wenn man sich die älteren Datenreihen anguckt, wurde wahrscheinlich deutlich mehr Dachs geschossen bzw. getötet generell, auch mit Fallen oder Baujagd, als diese Statistik hergibt, weil nur die verwerteten Dachse, die letztendlich als Wildbret in irgendeiner Form wo aufgetaucht sind, in dieser Statistik geführt werden. Ich würde also mal behaupten wollen, die dürfte zumindest in den 80er, 90er Jahren ungefähr doppelt so hoch gewesen sein, die tatsächliche Bejagungsrate des Dachses. Was auch damit zusammenhängt, dass der Dachs durchaus Tollwut haben konnte, zumal er ja mit dem Fuchs auch zusammen im Bau wohnt und sich bei dem dann gerne mal ansteckt. Ich glaube, Durchseuchungsrate lag irgendwo bei 40% der erlegten Dachse, dass die dann auch mal Tollwut gehabt haben, als es Tollwut eben noch gab. Das ist heutzutage alles kein Thema mehr. Man sollte nur auch die historische Sicht eben nicht ganz außen vor lassen. Zusammen eben mit der Tatsache, dass die Tollwut durchaus nicht so lustig war, hat man auch versucht, die Dachspopulation ähnlich wie die Fuchspopulation niedrig zu halten und aufgrund einfach von Tollwutgefahr Dachsbejagungen im größeren Umfang durchgeführt. Wenn wir noch weiter in die Geschichte zurückgehen, war der Dachs irgendwann mal ein willkommenes Lebensmittel, ja, also einfach als Ergänzung ganz angenehm. Und auch wenn er nicht so viel Fleisch bietet, aber angenommen 12 Kilo Dachs, davon kann man dann auch locker 8 Kilo verwenden. Gerade eben in einer Zeit, wo Nahrungsmittel knapp waren. Und dann freut man sich über sowas auch durchaus. Achtung, wer Dachs essen möchte, jetzt auch zu Survival-Zwecken und Ähnlichem, als Raubtier bzw. Allesfresser,
kann es natürlich vorkommen, dass der Dachs Trichine hat. Das bedeutet, Dachsfleisch immer durchbraten, noch und nöcher so gut geht oder wirklich richtig, richtig lange kochen, sollte man dann drauf rumkauen und es schmeckt trotzdem so ein bisschen sandig oder es knirscht irgendwas zwischen den Zähnen, dann sind es Trichine und in diesem Fall nicht weiter essen. Als Delikatesse gilt der Dachsschinken, also sprich die Rückseite. Angeblich wohl sehr, sehr, sehr lecker. Aber so ein Dachs bietet schon vergleichsweise viel, gemessen an seiner Gesamtmasse, verwertbares Fleisch, was vielleicht zu Survival-Zwecken in irgendeiner Form sinnvoll sein könnte. Allerdings müsste man dann auch eine gute Methode haben, einen Dachs zu erlegen. Leider, 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 und das will ich ja fast nicht sagen, bietet sich da natürlich die Fallenjagd am Bau an. Ja. Das ist in keinster Weise irgendwie weitmännisch, aber nur für diejenigen von uns, die sich für solche Survival-Techniken interessieren. In der Theorie, bis man sie dann hoffentlich nie braucht, aber ne, dann kann man natürlich mit irgendwelchen Schlingengeschichten und so weiter und so fort direkt am Bau potenziell arbeiten. Das ist dann sicherlich nicht die allerschwerste Art und Weise der Nahrungsbeschaffung. So. Ja, Thema Bejagung. Wie bejagt man einen Dachs? Im Grunde nur im Sommer, wenn er auftaucht, draußen vorm Bau, bevor es dunkel geworden ist. Sonst hat man keine Chance. Also das Gleiche, was für Tierfilmer gilt, gilt auch für den Jäger, wenn er mal einen Dachs bejagen möchte. Heute muss man sagen, das Interesse an der Bejagung des Dachses hat sehr stark abgenommen. Essen will den kaum noch wer, also man verdient kein Geld damit, man kann ihn nicht wirklich verkaufen, außer man isst ihn selber gerne. Die ökologische Notwendigkeit zur Dachsbejagung ist schlicht und ergreifend überhaupt nicht gegeben. Da sehe ich keinerlei Grund, weshalb man das machen muss. Zollwut ist auch raus, es ist mühsam. Naja, jetzt gäbe es noch theoretisch die Möglichkeit der Baujagd, das hat man früher gemacht. Lief nicht so ab, dass man etwa einen so super Hund da reingejagt hat, der dann den Dachs im Bau erlegen sollte, sondern der Hund sollte den Dachs im Bau aufspüren und dann entsprechend laut vor sich hin bellen und den Dachs irgendwo festsetzen. Und die Jäger sind dann mit Schaufeln von oben gekommen und haben versucht, von oben sich zum Dachs vorzugraben. Funktioniert natürlich auch nur dann, wenn der Dachs nicht ohnehin schon sehr, sehr weit unten im Bau hockt. Wir haben ja gerade schon gehört, damit die im Winter gut klarkommen, kann so ein Bau durchaus mal 8 Meter tief sein. So weit gräbt man nicht. Gerade auch wegen dem enormen Grabeaufwand und der Tatsache, dass es auch nicht jedes Mal geklappt hat und der Bau hinterher zerstört ist. Ich weiß, es gibt ein paar Zuschauer bei mir, die das nicht glauben, aber der Durchschnittsjäger hat auch kein Interesse daran, jetzt die komplette Dachspopulation zu vernichten und will auch nicht diesen Bau, der über Generationen von Dachsen benutzt wird, zerstören. Da haben die auch keine Freude dran. Ja. Deswegen war auch das immer sehr unbeliebt bei der Jägerschaft und hat auch derjenige, der es gemacht hat, hat sich bei den Kollegen auch nicht gerade beliebt gemacht, vorsichtig ausgedrückt. Und das größte Risiko, weshalb die Baujagd auf Dachs heutzutage quasi überhaupt nicht mehr stattfindet, ist das, dass so ein Dachs extrem wehrhaft ist und so ein Hund durchaus zerlegen kann. Im Idealfall kommt es halt eben zum Gleichstand, dass die sich gegenseitig anknurren und anbrummen und so weiter und keiner bewegt sich. Im Idealfall, wenn es dumm läuft, greift der Dachs nämlich an und dann ist der Hund futsch. Kein Hund, der in den Dachsbau reinpasst, kann dem Dachs gefährlich werden. Dafür ist das viel zu wehrhaft, dieses Vieh. Was heißt gefährlich werden? Klar, der Dachs wird dabei auch verletzt. Aber für den Jäger dürfte es viel interessanter sein, dass er danach einen neuen Hund braucht. Deswegen, nicht gut. Nicht gut, ne? Was auch noch passieren kann, ist, dass der Dachs den Hund einbuddelt. Das heißt, der Dachs gräbt hinter sich den Gang zu. Der Hund gräbt nach, während der Dachs sich weiter zurückzieht und wieder den Gang weiter zugräbt. Und will dem Dachs folgen, also der Hund buddelt sich weiter vor. Das Dumme ist nur, dass der Hund halt eben kein Dachs ist und längst nicht so ein gutes Grabetier, wie das der Dachs ist. Und der gräbt sich dann gerne mal selber ein und verreckt dann irgendwann elendig, weil er sich selbst den Rückweg zugeschaufelt hat. Ja, also wer seinen Hund mag, der geht mit dem nicht auf Baujagd. Ganz einfach. Bei den Jägern, die ganz wenigen Jäger, die heute noch Fuchsbaujagd betreiben, die sind heilfroh, wenn der Hund gelernt hat, Dachse, die im Bau auch noch eventuell drin sein könnten, zu ignorieren. Weil das ist halt hochgefährlich für den Hund. Ein Fuchs, den kann man schon mit einem Dackel aus dem Bau irgendwie scheuchen. Das geht schon. Ob das sinnvoll ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Nein, ist es nicht. Aber
gehen würdest. Ne? So, also Dachsbejagung. Ökologisch sinnlos, zu Verzehrzwecken, jein, aber da muss man halt die Trichinenbeschau machen und da ein bisschen vorsichtig sein. Aber gehen tut das, wer so unbedingt ein bisschen Dachs essen möchte. Die Population gibt es derzeit her, dass er bejagt werden kann. Er darf auch entsprechend bejagt werden. Ob er es muss, na sicher nicht. Sicherlich nicht. Und ja, das ist dann halt wieder mal so ein Thema. Die Tatsache, dass es möglich ist, ob das schon allein ausreicht, eine Bejagung zu begründen, das ist letztendlich eine ethisch-moralische Frage. Als Nahrungsmittel brauchen tut man ihn sicher auch nicht. Ja, ne? Abschließend dann doch noch ein paar Worte, wo man Dachsschutz betreiben könnte. Man muss sagen, habe ich ja auch schon gesagt, eigentlich ist er nicht bedroht und man muss sich keine Sorgen um ihn machen. Will man aber den Dachsschutz noch etwas intensivieren, das Schöne ist, Dachsschutz geht mit anderem Wildtierschutz einher, ist also so eine Win-Win-Situation, man kann den quasi gratis sozusagen noch mitnehmen, dann brauchen wir mehr Grünbrücken, Kleintierdurchlässe und sonstige Möglichkeiten, die Zerschneidung der Landschaft durch Straßen und insbesondere Autobahnen und wirklich große Straßen, die kaum noch zu überqueren für irgendwelche Wildtiere sind, zu reduzieren. Das bedeutet, wir müssen ja eh diese Teile anlegen. Ja? Also aus meiner Sicht ist das ein absolutes Muss. Das ist kein Kann, das ist ein Muss. Und wenn wir das doch sowieso schon müssen, dann können wir sie doch gleichzeitig auch noch dachssicher gestalten. Denn anders als die meisten anderen ist so ein Dachs als Grabtier natürlich in der Lage, wunderbar unter jedem normalen Maschendrahtzaun problemlos durchzukommen. Das interessiert ihn überhaupt nicht, ob irgendwo ein Maschendrahtzaun steht. Da ist er in 5 Minuten runter durch, spätestens. Und deswegen schlecht. Außerdem schlecht, weil dann kann der Fuchs dem Dachs auf diesem Wege folgen. Der Fuchs im Übrigen kann sich auch unten drunter durchgraben. Ist ja nicht so, dass der gar nicht graben kann. Alle anderen kommen dann vielleicht auch noch irgendwann unten drunter durch, insbesondere wenn der Durchgang immer durchlässiger wird und so weiter. Und die leitende Funktion der Zäune zu einem Wildtierübergang, meinetwegen einer Grünbrücke oder einem Kleintierunterführungsdingens, also einem Tunnel unter der Straße durch, für kleinere Tiere, die da halt da durchpassen, der Hirsch wird das nicht mehr klappen, aber beim Dachs auf jeden Fall schon noch, der ist ja relativ flach. Ne? Für solche Maßnahmen braucht man dann halt eben vor allen Dingen führende Zäune, ja, die braucht man eh, aber, und das ist halt der Unterschied jetzt zum Reh, das Reh, für das würde es auch reichen, wenn man irgendeinen oberirdischen Zaun macht, für den Dachs muss es dann ein Zaun sein, der halt auch noch massiv in den Boden reinragt, damit der Dachs beim Buddeln relativ schnell feststellt, okay, das funktioniert so nicht, da komme ich nicht durch, dann gehe ich mal dran entlang und gucke, was passiert. Ja. Dachse haben eh ein relativ geringes Migrationsverhalten. Das ist bei ihrer normalen Lebensweise auch nicht weiter dramatisch, aber wenn die Dachspopulation halt in der Nähe einer Straße sitzt und auf der anderen Seite der Straße eine Dachspopulation erloschen ist und die eine Population auf die andere Seite der Straße soll, dann kann das durchaus ein größeres Problem werden. Dann spielt so eine Zerschneidung der Landschaft durch Straßen eben eine größere Rolle. Nochmal, der Dachs ist nicht gefährdet und das wird sich in nächster Zeit auch nicht unbedingt ändern, aber langfristig bei einer weiteren Zerschneidung der Landschaft und einer nicht stattfindenden Anpassung des Dachses da irgendwie rüberzukommen, weil das wird wahrscheinlich auch nicht passieren, wenn wir ihn einfach machen lassen, kommt es irgendwann, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, aber irgendwann zu einer genetischen Verarmung der jeweiligen Dachspopulationen auf der linken und rechten Seite der Straße, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und irgendwann ist der Dachs dann sehr wohl eine bedrohte Tierart. Deswegen Situation stabil, aber man braucht nicht zu hoffnungsvoll in die Zukunft zu gucken. Ja, das sowieso grundsätzlich bei keinem Wildtier. Und da wir die Grünbrücken für verschiedene andere Tierarten eh brauchen, dann können wir sie auch gleich dachssicher gestalten. Zumindest meine Meinung. Und das wäre jetzt noch so der eine Ansatz zum Dachsschutz. Das soll es dann aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Abend, das vermutlich ist, wenn ihr das seht. Meistens gucken es die Leute abends. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss und frohe Stempeln!